Ein Elektroauto im Autogeschäft, ein BMW ist das, steht er hier. Das ist das Fachgebiet von Thomas Rux. Der hat einen ganz neuen Job in Dortmund bekommen bei der DEW. Und zwar, Sie nennen sich jetzt? Ich bin Elektromobilitätslotse. Bundesweit der erste Elektromobilitätslotse, der also entsprechend Leute berät, Wirtschaftlichkeitsberechnungen oder wenn Leute irgendwas zu Elektrofahrzeugen wissen möchten, dass ich da also die Ansprechperson bin und entweder weitervermittle oder auch selber Antwort, Rede und Antwort stehe. Wie kam es denn zu diesem neuen Job? Das ist ja eine Bezeichnung, die ist nicht offiziell, aber Sie sollen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes die Menschen dahin lotsen, Elektroautos zu nutzen? Ja, in der Stadt, die Stadt Dortmund ist ja Vorreiter, Energiewendeplan, und nee, das heißt ja anders, wie heißt das, Masterplan Energiewende. Und da haben die natürlich was Besonderes gesucht. Und da Dortmund schon elektromobilitätsmäßig schon seit vielen Jahren was macht und auch noch mehr machen möchte, haben sie sich gedacht, einen Elektromobilitätslotsen zu ernennen, weil das was ganz Besonderes ist und das bundesweit das ist der erste Elektromobilitätslotse. Wenn ich jetzt ankomme und sage, hier, ich habe so ein schönes Auto, habe hier so eine Wandbox. Ich weiß aber nicht so richtig, wie muss ich das jetzt eigentlich machen? Da können Sie auch bei helfen. Da kann ich genaue Anweisungen zu geben oder jedem genau sagen, wo es drauf ankommt, damit er also am Ende, wenn er ein Elektroauto kauft, nicht vor irgendwelchen Hindernissen steht, die er nicht bewältigen kann. Das kann ich also alles vorher schon dem Kunden mitteilen, was wichtig ist. Und unabhängig dann auch, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und frage, was ist denn das beste Elektroauto? Also das beste Elektroauto darf ich gar nicht sagen, das kommt aus Amerika im Moment. Hier steht im Moment, das beste Auto ist ein BMW i3. Aber wenn man jetzt die deutschen Hersteller mal nicht favorisiert, würde ich sagen, dann müsste man nach Amerika gehen.